Moment, ich kriege Spam. So. Spam, Scam. Bots. Weiter. Spam. Defense. Werbung. So. Wie findest du da das Sechseck als Plattform? Das sieht echt hart klein aus, oder? Hier bin ich jetzt bei 6 Blöcken. Warte mal. Wir sind jetzt hier bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Ja. So. So. Warte mal, ich guck mal, ob es Minecraft Hexagon Tool.
Ja, merke ich auch gerade. Ja, das war aber ein Hexagon, ne? Okay. Ja, ne? Okay, also machen wir hier mal eben Shapeless. Ich habe nämlich ein Tool gefunden im Internet. So. Okay, jetzt ist die Frage, was für einen Durchmesser wir nehmen. Wir haben hier jetzt, dann bauen wir hier direkt auf dem Fußboden und die Treppe können wir ja später. Oder bauen wir direkt mit der Treppe im Kopf? Was sagst du? Weil eigentlich war ja geplant, ja, ne? Und eigentlich war auch geplant, hier direkt irgendwie mit, wie heißt es gleich noch? Mit einer Mauer ranzugehen. Plus 10 Plan. Von der Mitte des Turmes? Oder meinst du hier vom Außenbereich aus? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das wären 10. Radius plus 10, okay. Okay, also das hier wären dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das hier, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das hier hoffentlich auch 1, 2, 6, 7, 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Das wären dann 18, 32, eigentlich ein. Plus 1. 37er.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Okay. Mitte. Oh ja. Die mich aber einfach nur... Die mich beim Zählen unterstützen. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 10. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Ja, ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt hier noch den letzten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, wenn man die richtigen Tools verwendet, sieht das ja auch ordentlich aus. Okay. Ups. Meinst du, ich muss mir das irgendwie bildlich vorstellen? Und okay, diese weißen Teile sehen aus, als ob sie genau die Größe von diesem Eck hier haben. Also wenn man jetzt mal hier guckt, hier ist ja die Schräge und dann geht es direkt hier. Hier oben sieht man das. Elften Block.
Nee, die Höhe davon, um ehrlich zu sein, weiß ich noch nicht. Aber wenn, weil ich ja noch nicht die Proportion genau weiß. Weil wenn wir das jetzt... Okay, sagen wir jetzt einfach mal 11. Block, das wäre dann... Hier. So. Ja, mit dem Tool hier kriege ich das hin. Machen wir das Oktagon in gleicher Größe eigentlich? Ja, ne? Ja. So, ich glaube, da machen wir einfach ein Sechseck, oder? Oder ein Fünfeck? Ich glaube, ein Fünfeck ist am einfachsten. Meinst du, das sieht genau gleich groß aus? Weil, guck mal, das geht hier gerade hoch einfach. Genau. Okay. Dann wird's jetzt hart nervig. Guck mal, ein Oktagon sieht echt kacke aus, wenn man das dreht. Da hätte ich jetzt echt so ein Hexagon genommen und das gedreht. Irgendwie auf 90. Weil dann haben wir trotzdem noch denselben Durchmesser von 37. Und weil das hier sieht so aus, als ob es genau hier mit dem Oktagon abschließt, oder? Oder machen wir das einen Ticken größer, damit die Ecke hier rausguckt? Gehen aber die Mauern hier seitlich gehen trotzdem so durch. Das heißt, wir schneiden hier das Hexagon ein wenig ab. Weil hier sieht das so aus, als ob das im Halbkreis reingeht.
27. Und dann als Oktagon. Hexagon, okay. Hier muss man... Moment. Hier bin ich mir unsicher. Guck mal, wenn wir jetzt einen Durchmesser von 27 nehmen, das sieht irgendwie komisch aus. Also irgendwie... So? Das sieht irgendwie noch komischer aus. Ja, dann haben wir halt immer diese zwei Zweierspitze, ne? Obwohl, jetzt halte ich fest. Was ist, wenn wir ein wenig hart übertreiben und die Spitze hier vorne, also die diese Doppelspitze hier mit Frameblöcken machen. Dass das, was so gesehen hier sichtbar ist, ne? Würden wir mit Frameblöcken auskleiden und den Rest können wir mit normalen Blöcken die Verkleidung machen. Das heißt, alles, was irgendwie von außen sichtbar ist, wird mit Frameblöcken verkleidet. Ja, guck mal, dann können wir die hier nehmen, dann kriegen wir hier eine saubere Spitze mit einem Frameblock hin. Ja. Super. Dann würde ich sagen, nehmen wir das 28er. So, wie ist denn der? Aber wir müssen ungerade nehmen. Weil das sieht sonst kacke aus. Aber dann 25er. Ja. Müssen wir mal gucken. Oder wir machen, nehmen nicht dieses Tool hier, sondern bauen selbst. Das heißt, wir nehmen hier zum Beispiel diese Spitze.
Ja, irgendwie sieht das hier so wellig aus. Das finde ich halt so irritierend. Weil wahrscheinlich ist das... So, gibt es eigentlich hier ein Hexagon-Tool? So, was ist, wenn wir jetzt hier einfach mal scherzhaft hochgehen? So, dann sind wir zumindest... Ja, Prisma ist doch viereckig, oder nicht? Ups. Moment. Oh. Wir einfach erstmal bis so. Ich will nur sehen, wie das aussieht. Sieht das kacke aus? Ja, das ist das Prisma. Streifen auf dem Boden. Das wäre ja der Anfang davon, ne? Du meinst das so, ne? Oder wir setzen ein und dasselbe Oktagon hier oben nochmal hin. Ja.
Aber hier sieht sie halt gleich groß aus. Guck mal hier auch. Das sieht aus, als ob das die Kante von dem Hexagon ist, wo die, wo diese Säule rangeht. Ja. Ja. Ja, guck mal hier. Dit an die Kante ran. Nach hinten an die Kante und dann. Sieht irgendwie identisch aus. Oder meinst du das hier unten? Das sehe ich ja jetzt erst. Du sprichst die ganze Zeit von dieser Platte hier, ne? Oh mein Gott, ich dachte, du sprichst die ganze Zeit von dieser Platte hier. Okay, die Platte hatte ich überhaupt nicht im Kopf. Ich dachte, du meinst jetzt, wir bauen jetzt an dieser Platte hier. Ja, so, ich hätte dann wahrscheinlich... Das hier wäre wahrscheinlich mein... Das hier wäre zum Beispiel... Hätte ich jetzt als... diesen Teil hier gesehen. Ja. So... Ja, das macht Sinn. Es kommt... Ja, weil hier endet der Zylinder. Ja. So. So, und dann könnte man ja fast sagen. Ja. Fuck. Okay, wie machen wir das am geschicktesten? Also.
So. Ja, hast recht. Also, das hier ist eigentlich die Steinplatte. Die hier, ne? Okay. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob es einfacher ist, wenn wir die hier jetzt... Nee. Dann... Okay. Moment. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ist die weiße Außenwand. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre dann die Weite unseres Hexagons. Dann wären wir hier. Gut. Moment. Zwei. Ein runter. Zwei, eins. Zwei. So. So. Also 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Und? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Oh. Okay, aber das kommt auch der Enge, würde ich sagen, gleich, wie das in dem Turm selbst rüberkam. Holy shit, ey. Oh. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6.
Genau, ich würde das hier jetzt fertig bauen. Genau, das können wir dann ja 1:1 hier unten ransetzen. Zwei, zwei, eins, zwei, drei. Obwohl das passt. Ja, das untere war gedreht. Das heißt, wir setzen das hier unten dann nochmal gedreht an. Das wäre dann 1, 2, 3. Wir würden dann hier starten. Dann hätten wir hier diesen leichten Überpunkt. So. Dankeschön, Jessica White.
Er spricht ja nicht von dem Loch, er will ja dieses Waste Barrel, was bei ihm... Ich glaube, das mache ich auch mal eben. Aber er spricht ja von dem... er will ja das volle Waste Barrel abbauen. Und ich glaube, das verseucht dann einfach mal die komplette Region, wo er sich gerade befindet. Und Calvin und Faith sind halt direkt nebenan. Ja. So, dann würde ich mal sagen, machen wir eine kurze Pause, weil das hier geht hart auf meinen Kopf. Okay, dann bis gleich. Ja, aber die haben ja Admin-Commands und können alles wegmachen. So, dann bis gleich.
Hallo. So. Ah. Okay. Ich baue einfach mal weiter. Meinst du die hier oder die hier? Die hier? Die hier. Guck mal, die würde ich nämlich einfach jetzt...
Moment. Ich glaube, ich habe die falsche erwischt. Guck mal. So? Dann wäre ich nämlich in der Parallelen hierzu. Ja, das hier ist ein Oktagon. Haben wir ja auch gebaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. So, jetzt ist die Frage, wo setzen wir die am besten hin? Setzen wir die hier auf die Kante von dem? So? Das ist ja hier oben direkt irgendwo. Die sind relativ nahe beieinander. Warte mal, bevor wir hier weitermachen, nehmen wir doch mal Frames. Du meinst hier hin, ne? Dann setzen wir das hier so. Ja. Guck mal, weißt du, was jetzt meine Frage ist? Wenn wir hier natürlich... Ich weiß nicht, was besser aussieht.
warte mal eben. So, guck mal. Wir haben jetzt hier unsere Gerade. So. Und wenn wir jetzt... mit richtige Hexagons bauen. Ich weiß echt nicht, was besser aussieht. Da bin ich mir nämlich gerade sehr unsicher, ob wir das nicht dann eher so bauen. So, wie viele sind die hier? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs. Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Genau, das denke ich nämlich auch. Es wäre ja eher nicht wie hier, weil dann würde es ja weitergehen, sondern eher wie hier. Guck mal, ich will das jetzt hier einmal nachbauen. So, wie... Das wäre ein komisches.
So, ziehen wir das hier raus? Warte mal, ich... Ja, ne? Also die Proportionen stimmen nicht mehr. Was ist, wenn wir da... Wir gucken jetzt einfach mal, dass wir... Kriegen wir das so erhöht? Ne, wir kriegen hier immer nur so einen Zweierabstand. Das ist 24. Aber da kriegen wir auch diese... Ja. Also... Die Frage ist, ob wir das einfach mit den Hexagonen lassen. Und Oktagons nehmen.
Ja. Nein. Guck dir das an. Also. Das sieht ja noch einigermaßen human aus. Das ist schon absolutes Chaos. Das sieht wieder human aus. Also. Ja, keine Ahnung. Soll ja auch gut aussehen und nicht irgendwie Kacke, würde ich jetzt sagen, ne? Ja, guck mal, wenn wir dann sagen wir einfach, guck mal, dann ist das hier glatt, dann geht das von der einen Ecke hoch vom Oktagon und dann setzen wir hier noch einen zweiten einfach ran. Weil wir haben das dann ja hier glatt und dann gehen wir einfach hier mit einem hoch, hier zwischen dann nochmal. Und schon hast du diesen geilen Effekt, oder? Also das, was wir hier haben. Ich glaube, das sieht wirklich besser aus. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber so könnte man das ja hier machen. Ja, das war jetzt nur einmal zum Präsentieren, wie das vielleicht ein bisschen besser aussehen könnte. So, wie groß machen wir denn jetzt das Oktagon? Machen wir das 29?
23? Das wäre dann eine Dreierumrandung. Oder wollen wir bei der Größe des Turms eher eine Viererumrandung machen? Eine Fünfer meine ich. Guck mal, wir haben ja hier doch irgendwie einen gewissen Abstand, dass wir hier eine Fünferumrandung machen mit dem Oktagon. Das wäre dann so. Und dann diese Plattform hier unten, die müssen wir ja nicht unbedingt übernehmen, würde ich sagen, ne? Sondern dann haben wir hier erstmal eine Begrenzung und notfalls können wir die ja auch noch vergrößern, würde ich sagen. Ja. Für den Bau selbst ja, aber ich glaube, ich hätte für, wenn wir das in die Hauptwelt setzen, will ich das ja eher, dass das in das Terrain mit integriert wird. Da hast du eigentlich recht. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Ja. Ups. Genau deswegen habe ich jetzt die Frames gesetzt, damit wir gucken können, wie das, wie das aussieht.
Das hier ist der Mittelpunkt der Säule. Ups. Hätte ich jetzt gesagt. Ja? Ja. So. Bild. Ich würde jetzt direkt auf die Schräge. Also auf die hier. Ne, nicht hier. Oder? Nee, sonst hier und hier. Das hätten wir von Anfang an machen sollen. Obwohl. Ja, warte mal, aber der Abstand hier sieht viel größer aus, als wir den aktuell haben. Ich hätte wahrscheinlich jetzt eher gesagt, wir haben jetzt die ganze Zeit immer aus dieser Perspektive geguckt. Und da sehen die relativ nah aus, aber aus dieser Perspektive sehen die viel breiter aus. Also hätte ich wahrscheinlich eher die Säule jetzt hier hingesetzt. Ja, was ist, wenn wir es gab doch hier noch von Frames die hier. So, warte mal. Die hier ist gefühlt direkt am Anfang. Hier, oder meinst du eher hier? Okay, ein weiter. Also wirklich die hier, ne? Ups. Dann nehmen wir diese Position.
Ist das hier auch nochmal? Ist das hier auch noch mal ein Drittel? Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig hilfreich. Aber ich wollte jetzt hier mal gucken, die Höhe. Das ist auch wieder ein Drittel, ne? Also auf minus 39. Ja. Nee, nee, das ist gerade nur Hilfsstruktur, sage ich jetzt mal. Weil das sieht ja danach aus, als ob du das so hast. Guck mal, jetzt sind wir hier. Und dann kommt hier die Kante. Das heißt, ich hätte jetzt wahrscheinlich... Das wäre das hier. Obwohl, hier ist Kante. Dann müssten wir die hier wegnehmen. Driver, das wir rausholen eigentlich. Oh ja, gut. Ich wollte das jetzt mal mit einfach mit weißem Concrete ausprobieren. Aber Light Gray, oder? Können wir ja mal austesten. Oder ist die Farbe besser? Können wir jetzt eben mal beide austesten.
So. Du meinst das hier? Können wir jetzt hier ja einmal durchtesten. Also, hier haben wir jetzt Light Gray als Konkret fertig. Vielleicht können wir ja das... Ich will mal sehen, wie das mit Powdered aus... Das kommt ja mehr Richtung Weiß, oder? Ja. Das hat zwar den Marmoreffekt, aber ist ein bisschen sehr hell, oder? Calcium. Wolle. Oder? Die scheint nicht so hell, hat eine Textur und hat diesen gräulichen Effekt. Oder, guck mal, wenn wir die Mason Workbench nehmen. Und dann den, wo war er denn? Den Light Gray Smooth, Concrete Pillar. Smooth. Okay, das sieht hart kacke aus. Ja. Ja, das Light Gray sieht aktuell am besten aus.
Oh ja, sehe ich auch gerade. Also, das ist ein perfekter Zeitpunkt zum Schlafen gehen. Ja, und ich muss morgen wieder früh raus. Morgen starte ich den Stream relativ früh. Ich denke mal so irgendwo zwischen 1:30, 2, weil ich um 17 Uhr wieder aufhören muss. Ich gehe morgen auf den Spieleabend. Und genau, dann werden wir hier noch so ein bisschen weiter konstruieren und ja, genau, Samstag und Sonntag werden wir dann richtig durchziehen. Ich denke mal, dann kriegen wir das auch soweit fertig. Genau. Also das ist jetzt der aktuelle Plan, aber ich glaube, das wird richtig geil aussehen. Wenn wir den dann so richtig geil dekoriert haben, dann klonen wir den mit der Space Chamber und packen den doppelt dann rüber. Das dürfte nice aussehen. Und dann kriegen wir das hier unten. Alles, was durchblitzt von dem schwarzen Concrete, dass wir hier so ein richtiges Fundament bauen. Ja, das könnte cool aussehen. Ja, hau raus. Ja, blaues Leuchten ist ja völlig egal, ne? Sagen wir jetzt mal die Kugel hier oder das? Ja, mein Problem mit Simple Lights. Simple. Guck mal, das einzige Problem, was ich hiermit habe, ist, dass du diesen grauen Rahmen hast. Das finde ich ein bisschen schade. Deswegen hätte ich jetzt zum Beispiel dann da auch wieder Frames. Moment. Plastik. Genau, aber was ich halt daran so cool fand, war das mit dem Glowstone. Und dadurch, dass ich das mit dem. Ach, wir wollten. Nehmen wir. Cyan. Nee, Light Blue nehmen wir einfach mal. Ja, auf jeden Fall. Aber guck mal, das. Wenn wir dann. Moment, ich muss mir mal eben das Bild zur Seite suchen. Ja, das würde ich, glaube ich, doppelt machen. Dann geht's ja. Und
Moment. Ich weiß da was. Frames. Machen wir es denn? Moment. Wieso gibt es kein Dreieck?